Herzlich willkommen zu Klaus Studio Rezensiert. Mein Name ist Bene und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es vor allem oder ausschließlich um die Hörspielserie Die Weiße Lilie von Folgenreich. Ein krasses Teil, krass in welche Richtung, werdet ihr am Ende natürlich in den Bewertungen erfahren. Also dranbleiben, Freunde, und los geht's! Die Weiße Lilie. Worum geht's in Die Weiße Lilie? Die Weiße Lilie ist meiner Meinung nach eine Mischung aus Psycho, Thriller und Action Story. Sie geht vor allem um einmal auf der einen Seite die Polizisten Henry Miles und Samuel Hayden. Henry ist eher so ein alter, versoffener, kurz vor der Rente stehender Polizist. Samuel Hayden ist der knackige, frische Typ, der jetzt richtig auf die Straße möchte, kurz nachdem er die Polizeischule absolviert hat. Und auf der anderen Seite, da haben wir die dunkle Ecke, nämlich den Serienkiller, das Böse selbst quasi, was sich da nennt Daniel Porter. Was haben diese beiden Mächte miteinander zu tun? Naja, Henry Miles schlittern immer tiefer in eine verworrene Geschichte hinein, wo es um Mord, Waffenexporte, Drogendelikte, Erpressung und so weiter und so fort geht. Teilweise auch Menschenhandel und man muss sagen, in der Story werden Themen behandelt, die einen, ja, im echten Leben doch selten so nah berühren. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich am Autofahren und habe mich ehrlich erschrocken, weil das so eine krasse, grausame Szene war. Hat mich die Story gepackt? Auf jeden Fall. Sie war krass, zumindest bis zur vierten Staffel, und ich bin unglaublich gespannt, wie es jetzt weitergeht. War die Story besonders? Tja, das kann man gar nicht mal sagen. Man hat so eine Story, wie man sie in Die Weiße Lilie findet, schon öfter mal gehört oder gesehen, gerade in Filmen. Aber es ist ein verworrenes Netzwerk. Ihr habt Orte, ihr habt viele Namen und ihr habt eine unheimlich krasse Soundkulisse, was ja einfach mittlerweile für Folgenreich und ihre Projekte steht. Wenn ihr euch das Ding anhört, dieses Brett, dann müsst ihr euch auf jeden Fall Zeit nehmen, um in diese Welt hineinzufinden. Sobald ihr nämlich einmal drin seid, dann wollt ihr das Ding durchhauen, das sage ich euch. Also zusammenfassend würde ich sagen, diese Story behandelt Themen und führt sie an den Hörer sehr nah ran, dass man das Gefühl hat, teilweise dabei zu sein. Anders als im Film, weil da schaut man von außen drauf und gerade wenn man das auf großen Boxen hört, dieses Hörspiel, dann merkt man, scheiße, man ist mittendrin. Sprechertechnisch hat Folgenreich da dermaßen hoch aufgefahren. Da kann man sagen, Stefan Benzel, Martin Sabel, Marc Bremer und so weiter und so fort. Da sind Sprecher bei, wirklich großartige Sprecher. Und ich sag euch, allein die Sprecher arbeiten in der Oberliga. Es gab 2-3 Szenen, wo sich die Sprecher zurückgehalten haben vom Schreien, vom Brüllen, vom Feeling her. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, die Sprecher haben einen verdammt guten Job gemacht, aber das ist man ja gerade von diesen guten Synchronsprechern und Sprecherinnen natürlich gewohnt. Kommen wir zum Sounddesign, was ich gerade eben so ein bisschen angeteased habe. Das Sounddesign. Ich habe das Hörspiel angemacht, habe mich in mein Auto gesetzt, bin gefahren und hätte beinahe das Lenkrad verrissen. Innerhalb der ersten 3 Minuten knallt eine AK-47 oder irgendeine scheißgroße Pistole von rechts nach links und ich dachte mir, scheiße, wer hat mir ins Auto geschossen? Und so haut das Folgenreich die komplette Serie durch. Es gab so gut wie keine Szene, wo ich dachte, da fehlt irgendetwas. Es war an manchen Stellen, war es für mich als Hörspielhörer, der gerne Auto fährt dabei oder zum Beispiel zum Einschlafen ein spannendes Hörspiel hört, war das ein Ticken zu drüber. Und ich muss sagen, das liegt einfach nur daran, dass ich, glaube ich, eine andere Zielgruppe bin als die, wofür Folgenreich das Hörspiel produziert hat, weil es war krass. Ich muss sagen, für mein Empfinden ein bisschen zu krass, weil die Schüsse, Freunde,
Hört euch die ersten 3 Minuten an und ihr wisst, wovon ich rede, weil es knallt, es scheppert und es kracht. Ein geiles Ding, es ist Kino für die Ohren, hundertprozentig, aber für mich ein Ticken drüber, ein Ticken zu drüber. Ja, jetzt kommen wir mal kurz zur Musik. Ja, Musik ist im Allgemeinen so ein Gefühl, da arbeitet Folgenreich sehr sparsam mit, was sie sich ja auch an der Stelle sehr gut erlauben dürfen. Allerdings muss ich sagen, an der einen oder anderen Stelle hätte gerade so dieses Intro, was die Weiße Lilie zum Beispiel untermalt, einen richtigen Gänsehauteffekt erzielt, wenn man nur ab und an mal eine Melodie noch eingestreut hätte, die gerade die ruhigen Szenen ein wenig untermalt hätten. Deswegen sage ich, ein bisschen traurig bin ich darüber, aber also da muss ich sagen, sparsam und weniger ist manchmal mehr. Nach dem Motto hat Folgenreich da auf jeden Fall gearbeitet. Wie hat es zusammengewirkt? Die Sprecher, das Sounddesign, die Musik, aber zusammen, da komme ich nicht hoch. Also Freunde, das ist ein richtiges Brett. Es hat funktioniert. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, ist, ihr könnt dieses Hörspiel nicht zum Schlafen oder zum Autofahren nehmen, sondern setzt euch einen Abend hin und backt dabei oder kocht dabei oder bügelt oder macht irgendwas, sortiert Schrauben. Aber konzentriert euch nicht auf eine andere Sache, sondern genießt dieses Hörspiel. Bevor wir jetzt gleich zur Bewertung kommen, von der nächsten Staffel wünsche ich mir mehr von Samuel Hayden, mehr von Henry Miles, mehr vor allem von Daniel Porter. In der 4. Staffel haben wir viel über Daniel Porter erfahren. Vor allem die Story von Daniel Porter, die mit den ganzen Intrigen, mit dem Verrat, mit dem Folter, mit ach, leck mich doch an die Füße, was da nicht alles noch kam. Das war der Hammer. Hat mich auch sehr an Metal Gear Solid und die Story erinnert, vor allem dieses Verworrene. Das ist der Hammer und davon möchte ich mehr haben. Und vor allem von ein bisschen mehr Auflösung. Und vor allem bin ich gespannt, wie, Achtung, Spoiler-Alarm, Daniel Porter, Samuel Hayden und Henry Miles zusammen gegen den obersten Kontrahenten vorgehen. Ich habe schon mal leicht angeteased und wenn ihr das erfahren wollt, solltet ihr auf jeden Fall euch die komplette Reihe geben. Das ist großartig und jetzt kommen wir nämlich zur Bewertung, wie das Hörspiel ausgefallen ist. Wie haben die Sprecher ihren Job gemacht? Ich habe ja gerade schon gesagt, die Sprecher sind Oberliga. Viele der Sprecher kennt man aus der ganzen Synchronszene, aus etlichen Hörspielen, aus etlichen Games und so weiter und so fort. Und man muss sagen, krasse Leistung. Ich würde von 30 Punkten 28 geben. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass die Sprecher noch ein Ticken mehr an ihre Grenzen hätten kommen können, um noch mehr Authentizität rauszuholen. Wie war die Story? Die Story, die ist ziemlich krass. Und ich würde sagen, ich hätte gern ein bisschen mehr Auflösung, ein bisschen weniger Verworrenheit und gebe der Story ganze 18 von 20 Punkten. Das Sounddesign. Ich habe es mehrmals gesagt, ich bin eigentlich Autofahrerhörer und ich bin Hörspielhörer zum Einschlafen. Und ich muss sagen, ich würde mir die Effekte ein klitzekleines bisschen weniger kraftvoll wünschen. Gerade beim Autofahren, Lebensgefahr. Aber definitiv für Nicht-Autofahrer würde ich sagen, sind das von 20 Punkte. Für mich sind es 19 von 20 Punkten. Die Soundtracks. Ja, Musik. Musik ist immer so eine Geschmackssache. So wie auch meine Rezension. Ja, also ich sage ganz ehrlich, die Musik selbst würde von mir 19 von 20 Punkten bekommen. Allerdings von der Menge gebe ich 16 von 20 Punkten.
besondere Features. Was hat mich vor allem da gecasht? Ich würde sagen, es gab die Szenen, die einem wirklich Gänsehaut über den Rücken gejagt haben, die auch Grausamkeit entpuppt haben, die mich erschreckt haben, und das habe ich weder in Horrorhörspielen gehabt, noch in sonstigen anderen Szenerien. Deswegen würde ich persönlich bei diesem Hörspiel besondere Features mit 10 von 10 Punkten bewerten. Die Bewertung. Insgesamt hat das Hörspiel in einer Wertung von 100 möglichen Punkten 91 Punkte erreicht. Folgenreich. Ich muss euch sagen, ich danke euch für diese Stunden an krasser Hörspielzeit und bin unheimlich gespannt, wie das weitergeht. Vor allem dürft ihr jetzt nicht nachlassen. Ihr habt jetzt meine Wünsche gehört. Gerne dürft ihr als Zuschauer auch unten einmal kommentieren, was ihr euch von der nächsten Staffel wünscht und ob eure Meinungen sich mit meiner Meinung auch decken. Haut es in die Kommentare und wir sehen uns bei der nächsten Rezension wieder. Auf Wiedersehen!